Ach Gottchen, Gottchen, Gottchen. Der Carsten Stahl mal wieder. Ihr macht unser Land kaputt. Hallo, ich bin Carsten Stahl. Der Gründer von der Aktion, wie sagt man, Frühjahrsputz. Natürlich braucht es da wieder diesen wunderbaren Carstens Kotzkübel. So. Vor allem, er schreibt auch hier, wenn man sich mal schaut, hier kaputt. Schreibt er auch groß. Das sowas triggert mich. Na, mal gucken, was der Carsten da wieder rumbrüllt. Hallo, ich bin's, Carsten Stahl. Stimmt, ich bin's, Carsten Stahl. Ein Bürger und Vater, oder? Bürger und Vater. Hey, komm, kannst du nicht ausdenken. Wo steht der denn da? Steht der da mitten auf der Autobahn? In unserem Land reden wir über unsere Politik. Über unsere... Es ist ja sehr verantwortungsvoll. Dreispurige Straße, hier dreispurige Straße, mitten auf dem Grünstreifen. Ich glaube, das ist, könnte zumindest eine Ordnungswidrigkeit sein. Die einfach filmen, um die Leute abzulenken vom Verkehr. So viel zur Verantwortung. Untragbare und unglaubwürdige Politik. Wir haben jetzt Neujahr. Für alle nochmal ein schönes neues Jahr. Was müssen dieses Bild ist großartig. Was müssen diese Leute eigentlich denken? Die fahren da so, ich fahre jetzt von der Arbeit nach Hause. Und dann ist da so ein Kasper. Mitten auf dem Mittelstreifen. Da hat man auch Lust, eine Dose rauszuwerfen. Dann denken sie sich, vielleicht ist das ein Klimakleber. Was ist passiert in der Silvesternacht? Viele Dinge sind passiert. Ausschreitungen in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Also hier habe ich keine Ausschreitungen gesehen. Es gab was in Berlin, aber das ist ja Failed State. Gewissen Großstädten. Ich habe Silvestervideos meiner Eltern geschickt bekommen, da war es ganz friedlich und ruhig, da haben die Nachbarn angestoßen. Aber der Carsten sagt, in ganz Deutschland, überall, es ist fast Bürgerkrieg. Kommt mir vor, wie dieser Typ, der seine Waffen verkauft und jetzt sauer ist, warum wir keine Blackouts haben. Ja, bei wem gab es denn Ausschreitungen? Schreibt mal bitte in den Chat rein. Bei wem gab es die Ausschreitungen? Bei mir nicht. Da auch nichts. Superschweini, wo denn hier? Wo denn? Nichts. Bei keinem. Nur halt Berlin. Und halt gewissen Brennpunktbereichen. Köln war friedlich. Meine Katze hat randaliert. Genau, Jörg Sprava ist der Typ, der seine Waffen verkauft. Angeblich in Delmenhorst. Davon habe ich nichts mitgekriegt. Nürnberg auch nichts. Ja, gut, das sind dann, wie immer bei Carsten Stahl, wie ich immer gerne sage. Geschichten aus dem Paulanergarten. Die Menschen sind durchgedreht, ganz besonders in Berlin, absolutes Chaos. Eine Frau Lamprecht, die von einem Ministerposten zum nächsten springt. Ein Minister, Moment mal, Lamprecht, wie viele Ministerposten hatte die Dame denn schon? Christine Lamprecht, was war sie denn bisher schon? Wie oft war sie denn schon? Sie war einmal Ministerin, ganz für Justiz, als Übergang Senioren, Kabinett Merkel, und dann ist sie gewechselt zur Verteidigungsministerin. Das ist so ein üblicher Werdegang, wenn man mal kurz einspringt. Ja, wieder der übliche Quatsch, den er von sich gibt. Erst dieser Minister ist dann dieser Minister. Es ist unfassbar. Aber Frau Lamprecht hat sich ja mal wieder etwas geleistet. Nicht so, dass sie mit ihrem Sohn im Privathubschrauber im Hubschrauber, den wir bezahlen, private Flüge in den Urlaub macht. Sie macht ja... Ich brauche da gar nicht auf eingehen. Regelmäßig irgendwelche Dinge, wo man sich nur noch an den Kopf fasst. Ist nicht die Einzige, aber bleiben wir erstmal bei ihr. Da stellt sie sich wirklich hin, in der Silvesternacht. Wo draußen? Nee, nein, das war nicht die Silvesternacht. Sie hat sich am Abend, wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr nach draußen gestellt. Die Leute knallen und böllern. Im Endeffekt Explosionen um Explosionen.
Also ich habe das Video gesehen. Im Hintergrund wird ein bisschen, waren schon ein paar Raketen abgeschossen, aber es ist relativ ruhig. Es ist halt, da wird halt ein bisschen was geböllert. Ja. Das Video war einfach schlecht. Und? Darüber braucht man sich nicht aufregen. Also es gibt andere Gründe, warum sie zurücktreten müsste. Aber wegen des Videos. Das ist einfach nur, da sieht man nur, wie amateurhaft es ist. Und sie steht wirklich da draußen und redet über den Krieg. Sie reden über den Krieg? Ja, sie redet über den Krieg in der Ukraine, ja. Und stehen mitten in Explosionen. Oh Gott. Das sind keine... Der Vergleich Silvesterböllerei mit Krieg. Carsten Stahl, der noch nie in einem Kriegsgebiet war, der weiß nicht, wie Krieg aussieht, der Krieg nur aus dem Fernsehen kennt, macht das Maul auf und redet von Explosionen aller Krieg. Das sind kleine Böller. Was ein Vogel, was für ein peinlicher. Lieber Carsten Stahl, wenn du keine Ahnung von Krieg hast, dann solltest du ruhig sein. Einfach mal Mund halten. Maß dir nicht an, über Krieg zu reden. Du warst nie in einem Krieg, du hast nie Krieg gesehen, du standest nie unter Beschuss, du weißt nicht, wie Granaten sich anhören, wenn sie in deiner Nähe einschlagen. Oder wenn auf dich geschossen wird, wie man sich fühlt. Halt einfach den Mund. Halt einfach den Mund. Frau Lamprecht, wer berät Sie? Frau Lamprecht, wie viele Dinge müssen noch passieren, bis Sie merken, dass es reicht? Mittlerweile greifen Sie eigene Politiker aus der eigenen Partei an. Andere sowieso für das. Aber sie ist nicht die Einzige. Herr Lauterbach hat in seiner Amtszeit so viel Scheiße, so viel Lügen und so viel Aha, wo denn? Hat er natürlich keine Quellen für seine Aussage. Widersprüche von sich gegeben, das kaum noch tragbar ist. Und wieder, was macht der Lauterbach? Es ist Silvesternacht. Die Leute fragen auch, ja, er steht hier mitten auf der Straße und gefährdet den Verkehr. Das macht er. Warum reist er nicht aus wie sein Freund Michael Kur, der die halbe Zeit des Jahres auf den Kanaren verbringt? Kommt zu diesen Ausschreitungen, Gewalt gegen Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr. Untragbar. Jede Gewalt gegen diese Menschen, die Leben schützen, ist asozial, beschämend und ein schweres Verbrechen. Korrektur. Jede Gewalt ist asozial und ein schweres Verbrechen gegen irgendwelche Menschen. Aber gut, der Mobber Carsten Stahl, der mit Gewaltvideos prominent geworden ist. Na gut. Ventus Dev, dankeschön für den Sub. Und das muss auch strafrechtlich verfolgt und hart bestraft werden. Ha! Wird es übrigens auch. In Bavü gab es jetzt schon die ersten Urteile. Aber nicht, dass er nur das sagt. Nein, er sagt vor allen Dingen, diese Leute, die wir machen. Ja, demokratische Gewalt vom Staate, das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Das ist damit nicht gemeint. Acht haben, die sollen ihre Wohnung verlieren. Ihre Wohnung verlieren? Das sind Straftaten. Straftaten und die sollen dafür die Wohnung verlieren. Herr Lauterbach, wie viel Scheiße, wie viel Schwachsinn. Jetzt ist Carsten Stahl sauer, weil jemand anderes auch noch Schwachsinn von sich gibt. Also Carsten Stahl ist ja normalerweise derjenige, der hat Schwachsinn für sich gepachtet. Der haut einen populistischen dummes Zeug von sich raus nach dem anderen, einen Schenkelklopfer nach dem anderen. Und jetzt kommt Karl Lauterbach, hat irgendwas Dummes gesagt und Carsten ist sauer, denn der Carsten sagt, ich bin's, Carsten Stahl, ich hab das Patent auf Scheiße reden und ich schrei hier rum mitten auf der Autobahn. Ich wäre der beste Schwachsinnsminister. Ah. Ich habe übrigens Sexpuppen verhindert. Wollen Sie noch von sich geben? Oder wie viel Scheiße und Schwachsinn müssen wir überhaupt noch von dieser Politik? Ob von Frau Lamprecht, Herrn Lauterbach, Frau Baerbock, Herrn Scholz? Frau Baerbock. Nicht Frau Baerbeck. Noch nicht mal den Namen der Ministerin kann er.
Annalena Baerbock. Da hast du einen schönen Bock geschossen. Oder wie viel müssen wir noch von diesem Dreck zu uns nehmen, bevor endlich mal einer sagt, es reicht? Ach ja, es braucht einer, der kommt. Vielleicht irgend so einen Gefreiten oder so einen gescheiterten Porträtmaler aus Wien. Bah, einer, ein starker Mann muss kommen. Aber Carsten meint wahrscheinlich sich selbst. Bah, es braucht mal wieder so einen starken, richtigen Mann. Ach, Moment. So. Danke, TouchMe89. Einer muss kommen. Findet doch endlich mal euren Verstand wieder. Das kann doch nicht sein. Ihr verkauft die Menschen für blöde und ihr haut einen Schwachsinn und eine Gülle nach der nächsten raus. Ist unfassbar. Und dann kommen wir doch mal zu den Ausschreitungen. Wie kann denn das sein? Dann kommen wir doch mal. Wie kann denn das sein? Ich schaue extra von der Seite in die Kamera, um besonders eloquent zu wirken. Ich bin Carsten Stahl. Nein, ich bin's, Carsten Stahl. Und vor allen Dingen, warum haben Sie eigentlich den Post wieder gelöscht? Diesen Tweet, den Sie doch so abgesetzt haben. Ja, und wenn Sie es nicht gelöscht hätte, Sie löschen das noch nicht mal. So eine Scheiße. Kurzer Zeit haben Sie den wieder gelöscht. Wissen wir doch warum, nicht wahr? Sie sagen also, die Leute sollen die Wohnung verlieren. Ist Ihnen dann bewusst geworden? Ach, jetzt geht's um Lauterbach. Ja, weil er vielleicht den Vorwurf nicht haben möchte. Ja, er hat's gelöscht. Feige. So, da hat der Carsten Stahl gesagt, ach, so ein feiges Schwein. Er hat den Post gelöscht, aber wir haben es gesehen. Uns kann man nicht hinters Licht führen. Ich bin's, Carsten Stahl. ZTwitch.de, Dankeschön für die 5-Wasser-Bombe. Oder hat man sie darauf hingewiesen, wer leider nun mal auch die waren, die zu 90% diese ganzen Krawalle gemacht haben? Oh, jetzt kommt's. Der AfD-Einspieler. Ist Ihnen das denn bewusst geworden? Und bevor Sie dann in irgendeine Ecke gedrängt werden, haben Sie den Schwanz eingezogen und haben das schnell zurückgerudert. Nur blöd, dass das schon fast 200.000 Menschen gesehen und auch viele gesichert haben. Danke, Trea. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Ah, ja, los. Bitte sehr. Jetzt. So kam es an die Öffentlichkeit. Aber die können so viel Scheiße bauen, sie bleiben weiter im Amt, weil wir es zulassen. Und Carsten sagt's auch nicht. Der Demokrat, danke für die 5-Wasser-Pombe. Weil die uns weiter verarschen lassen, die können Wahlen so kaputt machen, dass die Demokratie mit Füßen getreten wird. Und ja, übrigens eine Wahl, wo Carsten Stahl nicht gewählt worden ist, denn Carsten Stahl wollte Politiker werden und wollte den Berliner Senat. Der Carsten. Auf seinem aussichtsreichsten Platz, aber die Berliner wollten ihn nicht. Kluge Bevölkerung. Und stellen sich dann einfach wieder hin und sagen, wir machen es neu. Und die gleichen, die da schon... Nein, die haben sich nicht einfach hingestellt. Die Wahlen werden halt neu gemacht, weil halt Fehler bei der Wahl passiert sind. Meine Güte. Und eine Mitschuld tragen, machen einfach weiter und spucken uns weiter ins Gesicht. Naja, für mich ist es untragbar und ich mache meine Fresse auf. Oh, du bist mutig. Du bist so mutig, Carsten. Und ich sage das, was ich denke, und habe dabei mitgewirkt, dass die Berlin-Wahlen wieder... Oh, der hat daran mitgewirkt. ...neu stattfinden müssen, um die Demokratie zu schützen, sich hinzustellen und Scheiße zu labern. Das machen sehr viele. Ja, immer. Eben hat er sich beschwert, dass die Wahlen neu gemacht werden. Und jetzt sagt er, er hat daran mitgewirkt. Carsten Stahl ist einfach... Das ist ein Bild von einem Mann. Ach... Jetzt hat er sogar Wahlen neu veranstaltet. Es braucht so einen starken Mann. Carsten Stahl sollte wirklich zur Kunstakademie nach Wien. Aber die Wahrheit und die Missstände ansprechen, das tun nur Menschen, die Mut, Herz und vor allem Charakter haben. Moment, du hast doch gar nicht gesagt, wer diese 90% waren bei den Ausschreitungen. Du hast auch Angst, das zu sagen? Ich wusste doch genau, was du willst darauf anspielen, lieber Carsten, aber sagst es nicht. Meine Kinder leben in diesem Land. Und ich will mich nicht mit daran schuldig machen, dass diese Scheiße unangesprochen weitergeht und sie damit durchkommen, ohne dass ihnen einer dafür auch auf die Füße tritt. Oh, man braucht dieses Standbild. Oh, großartig, wie er in die Kamera schaut. Ach, so ein richtiger,
Richtiger Löwe, ein Bär. Oh Gott, ist der Typ schlecht. Ist einfach unangenehm. Warum kandidiert er jetzt eigentlich? Kandidiert er jetzt wieder auf der Liste? Oder man kann mal gucken. Also mal. Berlin, Freie Wähler. Oder hat er sich mit denen jetzt auch überworfen? Freie Wähler. So, bei den Wahlen. Partei. Was haben wir denn hier? Wo ist denn die Wahlliste der Freien Wähler? Wahlprogramm. Findet man gar nicht. Freie Wähler, Liste. Auf jeden Fall treten sie an. Carsten Stahl, ist der da wieder drauf? Nö. Warum? Warum? Nun ja. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Und lasst euch nicht von Carsten Stahl verarschen.